Ich begrüße jetzt Tom Assmann von der Uni Magdeburg und dem Institut für Logistik und Materialflusstechnik. Er forscht dort zum Thema Radlogistik. Hallo und herzlich willkommen. Stell uns doch kurz vor, an welchen Themen du derzeit forschst. Schönen guten Tag und es ist mir eine Freude, heute an diesem Interviewformat oder diesem neuen Format der Velo Berlin auch mit teilzunehmen. An der Universität Magdeburg forschen wir seit vielen Jahren um das Themenfeld Radlogistik, Lastenfahrräder. Wie lassen sich Lastenfahrräder dauerhaft und immer mehr tatsächlich auch in einem Verkehrssystem in Städten etablieren? Das aus logistischer Perspektive schauen wir uns immer an, okay, wie kann man die Systeme verbessern? Da hatten wir schöne Forschungsprojekte, wo es darum ging, neue Lastenfahrräder und auch Umschlagstechnik für Lastenfahrräder weiterzuentwickeln und sind dann weitergegangen zu der Fragestellung, wie lassen sich Radlogistiksysteme, wie lassen sich auch urbane Logistiksysteme selbst in der Stadt planen, weil wir festgestellt haben, eine der größten Herausforderungen für die Etablierung der Radlogistik ist, dass die Kommunen dort neue Rahmenbedingungen schaffen müssen. Sie müssen Infrastruktur ausbauen, sie müssen planerisch Umschlagsorte vorsehen und viele andere Aspekte. Und wir haben festgestellt, da fehlt noch einiges an Wissen und haben dann zum Beispiel mit dem Projekt Lastenraddepot einen Leitfaden entwickelt, mit dem Kommunen genau solche Planungen zusammen mit der Logistik und mit Logistikakteuren durchführen können. Nebenbei haben wir jetzt auch mit aus diesem Leitfaden heraus entwickelt noch ein anderes Forschungsprojekt, wo es darum geht, dann tatsächlich auch in Magdeburg derartige Lastenradumschlagssysteme, auch verbunden mit anderen interessanten Konzepten wie mobilen Paketstationen, dann umzusetzen. Was heißt das genau, mobile Paketstationen? Die Idee von mobilen Paketstationen, die sieht man häufiger, wenn man so ein bisschen in die Zukunft hineinblickt und in den Werbebroschüren von Mobilherstellern, Unternehmensberatungen und Ähnlichem findet man dann immer so die autonom fahrende Paketstation, die genau dahin fährt, wo der Empfänger sie braucht. Das mit autonom fahrendem Kfz in Städten wird A, noch ein gutes Stück dauern und B, nicht sonderlich förderlich für den Verkehr sein, weil es zu mehr Autoverkehr führen wird. Und deswegen sagen wir, lass uns das auch probieren, ob man so ein ähnliches Konzept nicht einfach mit jetzt bestehenden Lastenfahrrädern schon umsetzen kann, als mobile Paketstation aufs Fahrrad zu setzen und dann dorthin zu fahren, wo die Kunden die kürzesten Wege haben, um sich ihr Paket abzuholen. Gut, das hört sich ja spannend an. Heißt das aber, es gibt noch Fahrer oder heißt das auch, die fahren schon autonom? Dort gibt es noch Fahrer. Also wir nutzen einfach bestehende Lastenfahrräder und versuchen dort die Paketstation einzubauen und das in den Zustellungsprozess von einem Microhub ausgehend dann mit zu integrieren. Also das im Microhub aus wird der Lastenradfahrer zum einen die normalen Zustelltouren fahren für die Kunden, die tatsächlich zugestellt werden, insbesondere als Gewerbekunden, und dann nachmittags dann so eine mobile Paketstation für Privatkunden, die gesagt haben, ja komm, stell es mir da einfach da hinzu, dann dort abstellen und so neue effiziente Formen der Zustellungen ermöglichen. Du bist auch Mitbegründer des Radlogistikverbandes. Was sind eure konkreten Ziele? Der Radlogistikverband hat viele verschiedene Ziele. Das eine Ziel ist tatsächlich, die Marktbedingungen für Radlogistik zu verbessern. Das heißt, in Städten und im städtischen Verkehr dafür zu sorgen, dass die Infrastruktur ausgebaut wird, dass urbane Transporte einen fairen Preis bekommen. Das heißt sowohl, dass die Zusteller ordentlich bezahlt werden, wie auch, dass Emissionen ordentlich bepreist werden, dass eine Verkehrswende somit stattfindet. Das Ziel ist aber auch weiterhin Wissensaufbau in Kommunen mit voranzubringen, dass Kommunen, Städte und auch Bundesländer wissen, was muss gesetzlich und muss regulatorisch getan werden, damit Radlogistik breitflächiger eingesetzt werden kann, damit dort die Verbesserung stattfindet, die benötigt wird, um tatsächlich einen urbanen, nachhaltigen Verkehr zu erzeugen und auch Verkehr, der für Menschen attraktiv ist, in der Form, dass sie wirklich
im öffentlichen Raum denken, ja, hier fühle ich mich wohl. Und daher können Lastenfahrräder einen deutlichen Impact leisten und ihn deutlich besser als konventionelle Zustellfahrzeuge, die trotzdem noch irgendwo in der zweiten Reihe parken. Betrifft das beispielsweise auch die Standardisierung der Aufbauten und Ladeflächen? Ja, die Standardisierung oder auch innerhalb der Radlogistik Containerisierung genannt, ist eine der Baustellen, die sich der Radlogistikverband annimmt, wo es darum geht, einheitliche Standards für Aufbauten der Lastenfahrräder zu schaffen und diese Aufbauten nicht so starr und fest am Fahrzeug zu verankern, wie man es im Kraftfahrzeugbereich häufig kennt, sondern dass das kleine Container sind, die von Lastenfahrrad auf Lastenfahrrad, von Lastenfahrrad auf LKW, der ist auf der Langstrecke transportiert, vielleicht auch von Lastenfahrrad auf Umschlagswagen, damit man es noch in einem Supermarkt sogar nochmal im Laden weiter den Behälter befördern kann, bis zu dem Ort, wo man ihn tatsächlich braucht. Einfach dort ein standardisiertes System zu erzeugen, dass schnelle, einfache Umschlagsprozesse möglich sind und dass auch Aufbauten und intelligente Behälter für die Radlogistik entwickelt werden können. Und da die Radlogistik aktuell noch kleiner Bereich ist, mit einer aber sehr hohen Innovationskraft, braucht es hier auch einen gewissen Standard, dass dann für die verschiedenen Fahrzeugmodelle auch sich lohnt, dann wirklich hochwertige Behälter zu entwickeln, die Anforderungen auch genügen. Was fordert ihr dazu aus der Politik? Die Politik hat die Aufgabe bei der Standardisierung, so neue Verbände oder neue Transportmöglichkeiten in der Logistik, die nachhaltig sind, geeignet zu unterstützen, indem sie solche Prozesse in ihrer Förderkulisse mit bedenkt und mit einbezieht. Die Aufgabe einer Standardisierung ist letztendlich dann die Aufgabe der Branche selbst, zu sagen, okay, das sind die Standards, die wir brauchen. Das müssen die Hersteller, die Anwender, die Wissenschaft, das müssen wir unter uns klären, was ist das, was wir wollen und wie bekommen wir das auch angedockt an konventionelle Logistiksysteme, die bestehen und die auch in vielen Punkten weiter bestehen werden. Die Aufgabe der Politik ist, dort fördernd darauf einzuwirken, a, monetär wie auch b, regulatorisch. Und ein regulatorischer Punkt ist, dass das Bundesverkehrsministerium eben nicht nur sagt, wir wollen 20% Lieferverkehr mit Radlogistik, sondern dann auch die entscheidenden Schritte dahin geht. Das heißt, dass es ermöglicht wird, dass gewisse Stadtgebiete so geregelt werden können, dass dort keine Sprinter mehr reinfahren. Das ist eine Möglichkeit und dass Kommunen das tatsächlich auch tun können. Andere Möglichkeiten ist auch, dass sich eine Kostengerechtigkeit herzustellen. Dann gibt es viele andere Bausteine. Oder dass die Kommune die Möglichkeit bekommt, das liegt eher im Baugesetzgebungsbereich, Logistikflächen in der Innenstadt, also in einem Quartier, in einem Gebäude, tatsächlich auch bauleitplanerisch festsetzen zu können. Das heißt, dass eben die Kommune sagt, wenn wir das Quartier uns anschauen, wenn wir da ein Quartier entwickeln wollen, dass sie wissen, okay, bei x 1000 Einwohnenden brauchen wir dann einen Umschlagspunkt von der Größe. Der muss dort, wird dort festgeschrieben, und ein Investor muss das dann auch erfüllen. Und dann kann dort die Logistik dann tatsächlich bezahlbare, nutzbare Räume erhalten, um langfristig andere Logistikformen umzusetzen. Das ist ein Punkt, was Kommunen noch machen müssen. Das ist etwas, was kann der Bund mit fördern, weil Kommunen sind tendenziell immer knapp. Bei Kasse ist es tatsächlich, insbesondere bei Großstädten, Menschen anfangen zu arbeiten in der Verkehrsplanung, in der Stadtplanung, die dezidiert wirklich nur für Logistik zuständig sind. Das ist ein ganz eigener Bereich mit eigenen Wirkungsprinzipien, der innerhalb der Planung vorgesehen werden muss. Und das kann man nicht einfach nebenbei machen, sondern braucht Personen, die sich auskennen und die dies in die weiteren Planungsprozesse der Städte mit einbringen. Dann jetzt noch zum Abschluss einen Blick in die Zukunft. Wann werden wir die ersten selbstfahrenden Lastenräder sehen? Die ersten selbstfahrenden Lastenfahrräder. Die Frage ist, ob Sie die jetzt nur elektronisch sehen, dann habe ich schon ein kleines Video, wie die schön im Kreis fahren können. Das ist kein großes Problem. Die Frage zielt ja wahrscheinlich eher darauf ab, wann autonome Lastenfahrräder tatsächlich auf der Straße fahren. Das wird noch ein bisschen dauern. Wir sind in Magdeburg dabei,
solche Systeme zu entwickeln, insbesondere für die Anwendung des Bike-Sharings, also dass, wenn Sie ein Fahrrad brauchen, auf Ihre Handy-App drücken, das Fahrrad kommt zu Ihnen gefahren, Sie nutzen es und wenn Sie am Zielort sind, lassen Sie es wieder. Einfaches Prinzip. Da hoffen wir, dass wir im Jahr 2022, 2023 in Magdeburg ein Demonstrationsszenario im Campus-Areal haben, dann von da aus weitergehen. Das klingt spannend und in diesem Sinne, vielen Dank für das Interview. Alles Gute und vielen Dank auch für diese sehr wichtige Forschung auf diesem Themenfeld. Herzlichen Dank und hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder live auf der Velo. Ja, darauf hoffe ich auch und vielen Dank, dass Sie mich mit hier eingeladen haben.